Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem LS22RP-Projekt Grow Level Up. Ja, wir sind schon wieder ganz, ganz fleißig auf den Feldern. Der liebe Wolle ist am Ansehen. Und wie weit bist du so, Wolle? Ich bin auf der 75 gerade richtig am Abaggern. Sehr gut, Wolle. Ja, ich bin gleich fertig mit der 75. Es ist noch besser. Ist gut, oder? Ja. Ja, finde ich auch. Also, das ist gleich fertig hier. Ich ziehe jetzt noch 4 Bahnen und dann hat sich das. Und das ist das größte Feld, was wir haben. Also, was zumindest angesät werden muss. Danach ist nur Krimskrams. Das heißt, wir kriegen das easy fertig heute. Es ist richtig, richtig gut. Wir haben ja auch noch eine neue Aufgabe, ne, um die wir uns noch kümmern möchten. Die wäre? Mit dem Kalk. Mit dem Kalk, ja. Willst du da fahren, das Holen fahren oder was? Ich würde tatsächlich mit dem Mähen anfangen. Ja, wie du willst. Ich würde jetzt mähen, aber wenn du dann fertig bist, also wenn du jetzt so schnell fertig wirst, dann kannst du das halt dementsprechend auch noch gerne machen. Naja, wir haben 4 Felder zum Ansehen, ne? Ja, denn, ne, musst du dich ein bisschen sputen, Wolle. Ja, okay, Wilma, ist klar. Nein, ich würde auf jeden Fall erstmal alles, wofür wir das Mietgerät brauchen, fertig machen, weil ansonsten, glaube ich, laufen wir ja Gefahr, dass wir das am Ende vielleicht nicht schaffen. Ja. Wisst ihr, wie ich meine? Das auf jeden Fall, das muss als nächstes auf jeden Fall, das muss erstmal fertig sein. Das ist das Wichtigste. Genau, deswegen. Und ich muss auch erstmal tanken fahren, aber ich muss eh auftanken, nochmal hier Saatgut und Dünger, bevor ich zum nächsten Feld gehe, und da fahre ich gleich nochmal Sprit tanken. Okay. Und einen Service lasse ich auch gleich nochmal machen hier an der Karre. Ja, mach das mal. Soll mal hier die sollen sich da vernünftig knallen. Drum kümmern. Aber hallo, was gibt's hier mit Wolle? Gibt's hier Stress mit Wolle? Ich sag dir, Maschinenwartung war mein Steppenpferd. Früher war das gewesen. Meine Maschinen waren immer... Was hast du eigentlich schon wieder mit dem Händler gehabt, Wolle? Der hat sich beschwert. Was? Ja, der sagt, du warst frech. Ich war frech? Ja. Wer? Du. Der wer? Ja, du warst frech. Ja, welcher Händler? Ja, einer da von denen. Ja, welcher denn? Der Obermeier oder der Gutmann? Ich glaube, der Obermeier. Was? Zu dem war ich nicht frech. Das sagt er aber. Ich habe gesagt, ich rede mit dir und wenn du so weitermachst, dann gibt's keinen Nachtisch heute Abend. Ich war nicht zu dem frech. Weil ich immer so und ich zu will den meinen Leuten. Nachtisch, Wilma. Du weißt genau, dass ich meinen Nachtisch brauche. Oh, Telefon. Hallo, Ackerer hier. Ja, hallo, hier ist der Herr Gutmann. Hier ist übrigens der Name Programm, Herr Gutmann. Wir haben gerade über Ihren Kollegen gesprochen. Okay. Haben Sie sich über mich beschwert, der Gutmann oder der Obermeier? Blitzpiep Heini. Ich habe mich nicht beschwert. Sag ich, ich komme jetzt gleich beim Händler vorbei. Sind Sie dort? Ich bin dort, ja, wir telefonieren ja gerade. Ich brauche einmal Volltanken und einmal Service am JCB, aber ratzifatzi und Saatgut und Dünger. Wir müssen richtig die Luzi anbrennen hier heute. Nee, sagen Sie mal, Gutmann, was wollen Sie denn? Ja, ich sollte mich doch kümmern bei der Hohen Kammer bezüglich Ihrer Anfrage wegen der Maschine. Achso, na, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ist aktuell nichts geplant. Gar nichts. Gibt's aktuell nichts, nein. Sind aber auch stur. Ja. Gibt's ja gar nicht. Weil das Problem ist, wir hätten ja auch gerne einen Striegel oder so gehabt, ne? Weil den kann man ja über XP nicht holen. Mhm. Wissen Sie? Und da wäre das vielleicht eine gute Möglichkeit gewesen. Ja, da müssten Sie vielleicht da nochmal in Zukunft selber bei der Hohen Kammer nochmal anfragen. Mhm. Ob da vielleicht was möglich ist. Na gut, Mann. Ja. Ich habe gerade Dings reinbekommen über Funk. Was? Boxen stoppt diese Runde. Stehen Sie bereit mit dem Ölfilter, Öl und der Kanister Sprit? Ich stehe bereit, ja. Wir können fliegend den Wechsel machen. Sie kommen an, ich steige ein und ich mache los. Herr Gutmann? Oh, das klingt richtig gut, Mann. Herr genau, es klingt richtig gut, Mann. Ja. Herr Gutmann? Ja. Dann kommt er. Wo sind Sie denn? Oh, lol. Er hat nicht mehr richtig angehalten, Wilma, da ist er schon weitergerollt. Das ist ja völlig verrückt. Das ist voll gut, Mann. Ja, Wilmi, scheiße, oder? Jetzt ist schon ärgerlich. Naja, was willst du machen, ne? Wäre schon cool gewesen, wenn wir das irgendwie hätten tun können, machen. Ja. Boah, Junge, das kostet Kohle. Leck mich am Arsch, ey. Da geht richtig was ab vom Konto. Ja, ich habe deiner neu lackiert. Ach so, oh, naja. Das ist richtig nett. Immer volle Gas, genau. Ja, Geld spielt keine Rolle. Richtig. Ist so. Aber vom Putzen halten sie nicht so viel, wa? Nee, war ein Spaß, ich muss eh wieder aufs Feld. Das ist nicht meine Aufgabe. Sie machen den gleich voll? Ja, sie haben doch gesagt, ich soll noch tanken. Achso, tanken noch, ja. Das ist gut. Da kann ich auch tanken, oder? Ja, läuft gerade. Danke, Herr Gutmann. Das war richtig. Der sollte aber wegfahren. Ich brauch Saatgut. Das war ja ein Red Bull-Boxenstopp, war das ja hier. Ja, natürlich. Wollen Sie da irgendwann mal anfangen? Üben Sie schon?
Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie das drauf haben. Sie waren da mal. Ich habe trainiert, dass die so gut wurden. Deswegen bin ich dann, ich wollte dann aber nicht mehr, weil die waren mir einfach zu langsam. Ah, okay. Und dann bin ich wieder zum Händler gegangen. Ach so, sie haben die quasi alle ausgebildet dabei Red Bull oder was? Genau. Das ist ein Ding, sind die mir aber irgendwann zu langsam gewesen, weil 1,9 Sekunden waren mir einfach zu langsam und die sind nicht besser geworden und deswegen habe ich gesagt. Die brauchen 1,9 Sekunden, um alle vier Räder zu wechseln. Was ist das für eine Labetruppe? Das sag ich ja, wenn Sie überlegen, ich habe jetzt in 10 Sekunden habe ich eine komplette Durchsicht beim Traktor gemacht. Richtig, Wilma, 1,9 Sekunden. Weil, damals, weißt du noch, wo ich hier die Winterreifen auf dem Octavia geknallt habe? Ich wollte gerade sagen, das musste, ne? Da habe ich immer tief Luft geholt, da waren die Dinger drauf. Es war gar nichts. Und die sind dann mit 20 Mal am Auto zu Werke. Ich war alleine. Ja, Wolle, das ist die Jugend. Von heute. Ja. Gut. Da kannst du vergessen, kannst du nicht. Da ist nur noch 1,9 Sekunden dann da, ne? Das geht halt immer. Da dauert alles nur noch 1,9 Sekunden bei denen. Bei der Jugend von heute. Frau Ackerer, ich würde mich dann wieder verabschieden. Warum denn? Ist das gerade so witzig? Ja. Ich kann auch gerne noch hier. Wir dürfen immer gerne erzählen. Ja, bleib doch hier. Einfach wieder los, tut mir leid. Gustav, Gustav. Eines Morgens bin ich aufgewacht. Wir gehen das scheiß Lied einfach weiter. Ich weiß es nicht. Dann wird Ihnen auch nie langweilig, oder, Herr Ackerer? Mit dem Ihnen Lied? Wird mir nie langweilig, Gustav. Ja, gut. Sind dufter Typ, finde ich. Ja, Mann. Toll. Sag mal, ist das unser Feld, was hier kaputt gefahren ist? Da raste ich aber komplett aus. Schönen Tag Ihnen noch. Ihnen auch, Dankeschön. Alles klar, Gustav. Sag mal, das ist doch unser Feld, oder? Also ich kann dir sagen, das Feld, wo ich den Mist hingebracht, was ich gedüngt hatte, das hatten wir doch vorher auch gemäht. Und da waren halt auch Spuren drauf. Damals. Da achten die Leute, glaube ich, nicht so drauf. Ja. Zum Teil, leider. Ich bin jetzt gerade hier auf Feld 7.5. Warte mal. Wo bist du? Bei Feld 57, die Seitenstecher sehen die 59 an und fahren hier bei Wenden ständig auf die 57 drauf. Und knallen uns hier das Zeug weg. Ja, dann sollte man da vielleicht mal irgendwie, weiß ich nicht, ob man da mit der Hohen Kammer spricht, ob man mit denen selber spricht. Ja. Was schön ist ja nicht, ne? Wollen wir petzen gehen? Wir können ja deren Feld auch kaputt fahren, aber das machen wir halt nicht. Deswegen bin ich ja auch, als ich gedüngt habe, bin ich ja auch den großen Weg gefahren, weißt du, damit ich eben nicht über deren Feld fahre und so. Ich das halt nicht so cool finde. Na los, komm, dann geh mal petzen. Okay. Auf geht's. So. Hier. Ich rufe an, ja? Ja, mach aber das du mal. Aber du musst das petzen. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, hier ist schon wieder die Familie Ackerer. Acker, ja, hallo. Hallo. Servus, grüß scharfe, dich. Scharfe Hühnchen, ja, richtig. Ja, nee, nicht scharfe Hühnchen, ich habe Ihnen schöne Schweine, also, ja, nee, passt schon, okay. Schöne also Schweine, es, was, ja, Wilma, was ist da los? Gut. Wie jetzt, Hühnchen also, oder Schwein? Da bist du nee, wir, es ist alles gut. Schweinische also, Hühnchen. Nee, vielleicht auch nicht. Das manchmal so, oder? Ich weiß auch nicht. Ja. Also, und zwar haben wir da so ein kleines Problem. Und zwar war mein Bruder gerade bei unserem Feld 57, wenn Sie gucken. Und das wird leider gerade... Sehen Sie das? Moment, so, jetzt aber. Was war Feld, was, wo? 57. 57, das da unten. Ja, genau. Und da ist ja nebenan auf 59 Grad ein bisschen Action und da wird wohl gerade, wie mein Bruder gesagt hat, auch so auf unser Feld draufgefahren, wodurch natürlich unser Feld kaputt geht, wissen Sie? Das ist aber nicht so schön. Nee, deswegen, also wir wussten jetzt nicht müssen, an wen wir uns da wenden sollen, ob wir da, ja, deswegen dachten wir fragen erstmal bei Ihnen nach. Haben Sie da mit Ihren Nachbarn schon mal drüber gesprochen, dass er das bitte unterlassen soll? Ich glaube nicht, Wolle, oder? Hast du da schon was gesagt? Noch nicht, ne? Aber das bringt uns ja die Frucht auch nicht zurück. Es kommt auch dazu, ja. Was kaputt ist, kaputt. Oh, war sehr ärgerlich. Ja, schon. Deswegen ist jetzt die Frage. Soll ich einfach mit der Direktzeit über deren Feld knattern? Aber schief rüber. Als Wiedergutmachung?
Oder so als Roche. Na, eigentlich wollen wir sowas nicht, Wolle. Ach nee, stimmt. Ach Mann, Wilma, dass du mich immer bremsen musst in meinem Tatendrang. Tut mir leid, dass ich da immer so ein Spielverderber für dich bin, Wolle, aber Rache ist keine Lösung. Ja, früher schon. Also wenn die verkehrt rum in die Toilette stecken wollten, da hast du auch immer gesagt, Wolle, hör auf, du bist da nicht dabei. Ich musste immer zugucken. Ich durfte nie mitmachen. Ja, weil du immer geweint hast, wenn sie es dann mit dir gemacht haben. Wilma, jetzt erzähl doch nicht den Leuten, dass ich geweint habe. Du hattest Ausschlag von dem, was da in der Toilette war und dann sind dir die Augen getränt. Ist das besser? Ja. Ich hab den Faden nur eh schon beim Rochen verloren. Von daher ist das Ganze gar nicht so viel. Bei welchem Rochen? Wir reden nicht vom Fischen. Aber der Kollege hat doch gerade von dem Rochen gesprochen. Ja. Ich hab versucht, das im Kopf zusammenzukriegen, aber das hat nicht gepasst. Na gut, aber können wir jetzt irgendwas machen wegen dem Feld, wenn die da unsere Frucht kaputt fahren? Ich sag mal, wir haben die auf frischer Tat erwischt quasi. Ja, die Frage ist jetzt, was können wir da machen? Ich würde ja sagen, bauen sie einen Zaun dazwischen. Oha. Ja, Problem ist halt nur... Ja, ich verstehe, was sie meinen. Sie mal, dürfen machen, wir das? Natürlich dürfen sie einen Zaun dahin bauen auf ihrem Grundstück. Okay. Wenn sie sagen, sie nehmen einen Meter von ihrem Feld weg, dann bauen sie einen Zaun dahin. Ja, dann machen wir das. Dann bauen wir da ein Zäunchen hin. Ich wollte sagen, du weißt, also da, Wolle, und bei dem anderen auch, was ich dir eben gesagt habe, ne? Bei welchem anderen? Da, wo auch schon die, also wo auch Leute, ich weiß ja nicht wer, ich habe nur gesehen, dass welche drüber gefahren sind. Die, warte. 61. 61? Ja. Ja, kann ich gleich mal schauen. Da gucke ich gleich mal wegen den Zäunchen. Also da, als ich da gemäht habe, oder was, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe, als ich da drauf war, da habe ich halt gesehen, dass da auch Fahrspuren drin waren. Na gut, aber die war ja abgeendet, die 61. Ursprünglich doch nicht. Da hatten wir irgendwann so, mal was drauf gemacht. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Da, aber da haben auch die Seitenstecher daneben ihr Feld. Ja, ich weiß nicht wer. Wie gesagt, ich habe ja niemanden gesehen. Ja. Nee, dann mach ich das so. Das kaputte Feld gesehen. Aber dann bastel da halt Zäune hin. Ja, dann machen wir da, stellen wir da Zäune auf und dann sind da die Eigentumsverhältnisse geklärt, würde ich sagen. Ja. Okay, alles klar. Das ist wohl richtig so. Dann Dankeschön. Danke für die Hilfe. Ja, bitte gerne. Tschüssikowski. Tschüss. Ja, tschüss, Gön. So, okay. Wilma, ich bin jetzt schon beim zweiten Feld über die Hälfte. Vier Hammer. Meine Fresse, ey. Das wird eine ganz schöne Nummer. Willst du auch mal ansehen? Ich bin jetzt gerade noch hier am Mähen. Außer du möchtest Päuschen. Dann kann ich das machen. Nee, na, das mache ich auf jeden Fall noch hier. Ich würde das noch ansehen. Würde dann noch, Willst du dann die Aufgabe machen und ich sehe in der Zwischenzeit das nächste an? Ja, da würde ich die Zäune noch setzen. Ja. Genau, und dann könntest du mit der Seemaschine weiterfahren, dann könnte ich die Kalk holen, wenn du willst. Genau, das klingt doch gut. Oh ja, dann machen wir wieder ein paar Pünktchen wenigstens. Ja, genau. Wird ja schon gern Level 16 heute gehen, ne? Schön wär's, ja. Muss ja auch sagen, es reizt mich ja schon, dass wir hier das Gras abgeben, aber es wären halt verschenkte Punkte, es wäre halt dumm, ne? Es wären halt nur jetzt Punkte, aber nein, machen wir nicht. Es würde wahrscheinlich nicht mehr für den Aufstieg reichen, Wilma. Wie viele Punkte fehlen uns bis zum Aufstieg? Kannst du das irgendwie erkennen? Nee. Ich habe auch mein Fernglas nicht mit gerade. Ja, ich wollte sagen, ich habe meine Brille leider zu Hause vergessen. Aber ich weiß, wer es wissen könnte. Ja. Wir kriegen bestimmt gleich eine Antwort. Ich wollte gerade sagen, das kann uns mit Sicherheit gleich jemand sagen, wie viele Punkte da noch fehlen fürs Level Up. So circa reicht auf die 100er. 5-5, Wilmi. Okay. Ja, guck mal, für 100.000 Liter Gras würden wir gerade mal 4-5 kriegen und wir haben aber nur 90.000. Ja, nee, das reicht doch, das heißt, nicht dann. Also, na, ich sag mal, es wäre eh verschenkt, Wolle. Das sind doch verschenkte Punkte. Anstatt, ja, dass wir warten und dann, ne, mit Silage viel, viel mehr kriegen. Ja, das stimmt. Gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. So, pass auf. Ich mache jetzt gleich den Zaun dahin. Was rennt denn der jetzt auf unserem Feld rum? Wer denn? Der Seitenstecher-Typi da. Ihm sagen, dass damit jetzt Schluss ist. Du ziehst Zäune. Wird eingezaunt. Ja. Wilma, wenn du willst, kannst du jetzt in die Seemaschine rein. Okay. Steht auf 61. Das nächste Feld wäre die 33, Wilmi.
Okay. Lass mich nur kurz über. Ah, die 33 bei uns am Hof, ne? So zur Info. Ja, da auch. Was hast du jetzt hier? Hafer. Da auch? Ja. Beauty. Dann lass mich hier erst noch weg. Bitte. Ja. So, dann fahre ich jetzt zur 33. Dann wird da auch Hafer angesät, genau. Ja, das ist ja schade mit dem Tauschen, ne? Dass wir das nicht eintauschen dürfen gegen den Striegel. Das finde ich auch. Ich glaube, das wäre sehr cool gewesen. Ja, auf jeden Fall. Das ist schon frech, was die hier gemacht haben. Was meinst du? Wer hat was gemacht? Naja, mit dem, was sie hier kaputt gefahren haben. Naja, damit ist dann jetzt halt Schluss. Hä? Ja, das geht. Ich kann keine Zäune setzen. Das steht immer Kollision mit einem anderen Objekt. Guck mal, kannst du, wenn du V drückst, geht's dann? Nee. Auch nicht. Nee. Dann müssen wir nochmal in die hohe Kammer, dann müssen die das machen, wenn wir es nicht dürfen. Hm. Ganz einfach. Wollen wir eben hin? Ja, machen wir so. Der so, eigentliche. Ja. Dann ruf nochmal an. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, die Familie Ackerer. Wer hätte es denn gedacht? Haben Sie uns schon vermisst? Die scharfen Hühnchen sind wieder da. Ja. Wo drückt denn diesmal der Schuh? Jawolle, wo drückt denn der Schuh? Wir können keine Zäune setzen. Warum können Sie denn keine Zäune setzen? Weil da steht immer in Kollision mit einem anderen Objekt. Ja, drücken Sie doch einfach mal eine Taste V auf Ihren Tablet. Dann sollte doch ja, so schlau sind wir jetzt auch. Jetzt stellen Sie meinen Bruder nicht als dumm hin, bitte, ja? Das habe ich eben schon gemacht. Danke. Sind wir ja schon mal zwei von der Sorte. Ja, ich bin auch hier übrigens. Aber macht ja nichts. Ja. Können Sie mir sagen, was das ist in diesem Moment völlig egal. Ja. Ja, gute Frage. Warum funktioniert das nicht? Ja, woran hat es hier gelegen? Kann ich sagen, woran es hier gelegen hat? Woran denn? Nee, kann ich nicht, tatsächlich. Ich habe da noch mal kurz eine Frage. Ja, bitte. Wegen dem, also dass da unser Feld ja so kaputt gegangen ist, ne? Ja, bitte. Wäre das möglich, dass man da als Entschädigung vielleicht so ein paar Zuckerrüben bekommt, so, ne, fürs Herz und so? Also, sie kriegen ganz bestimmt keine Zuckerrüben dafür. Das ist schade. Okay. Das tut mir unsäglich leid, aber das kann ich so nicht machen. Okay. Dachte ich, frag mal. Hä? So, wieso sollte das jetzt nicht funktionieren? Wolle, was hast du denn wieder gemacht? Das klingt so, als ob das jetzt geht. Nee. Ich such den Feld. Ach, hier also. Ist er. Ich habe unseren 700er Feld gesucht, aber der war ja wieder richtig gut versteckt. Leck mich da also, am Arsch. Ich dachte, okay. Also ich würde jetzt den Anhänger holen und würde mal den Kalk da machen. Ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Am besten die Rundumleuchte an hier, die sind alle blind in der Stadt. Ich kann mir das nicht erklären, warum da keine Zäune ersetzt werden können, wenn ich ehrlich bin. Ja. Wie sieht's dann aus mit den Zuckerrüben, so als Entschädigung fürs kaputte Feld und nicht vorhandene Zäune? Es wird keine Zuckerrüben geben. Okay, schade. So leid es mir tut, aber ich kann Ihnen dafür halt eben jetzt auch nicht wirklich eine Entschädigung geben, weil da müsste ich ja wirklich alles mögliche ahnden anfangen. Ja, okay, verstehe schon. Okay. Da bin ich ja hinterher nur noch am Rechnen. Dann heult da eine rum, ja, aber der hat 20 Körner mehr gekriegt als ich. Ja, haben Sie wahrscheinlich recht. Okay, ich bin mal beim Dings, ne? Ich bin mal bei unserem Hof, Johnny. Beim Herrn Wilde. Wilmi, ja. Gell? Okay, dann. Herr Wilde!
Ja. Ich habe hier so einen Brandenanhänger Dreiachser. Ist das der, den ich nehmen soll zum Kalk holen für die Mission? Vorne an der Straße, ja. Ja. Genau, ja. Den Brandner, da bitte den Kalk rein. Wie viel sollte ich da holen? Laut Tablet 15.000 Liter. Und die kann ich dort, warten Sie mal, kann ich die dort einfach aufladen? Genau, da brauchen Sie halt den Traktor mit der Schaufel. Und dann müssen Sie eben... Mit der Schaufel? Wie steht's drin? Oh, jetzt habe ich auch eine Ecke kaputt gefahren. Mit Ihren Maschinen und dem Anhänger. Warte mal, der Kalk, den muss man mit der Schaufel aufladen, sehe ich das richtig? Ja. Laden Sie exakt 15.000 Liter Kalk. Gehen zum Landhandel, nutzen Sie dafür die eigenen Fahrzeuge und den Anhänger vom Hofbesitzer. Ja, ja, ist schon klar. Mir geht es ja darum, ob ich das Kalk so aufladen kann oder ob ich eine Schaufel brauche. Also ich gehe davon aus... Wie ist das denn los? Liegt das da lose da unten einfach oder was? Soweit ich jetzt weiß, liegt das lose unten, was das Kalkwerk ist. Ja, okay. Nee, gut, dann weiß ich da Bescheid. Genau. Na, dann muss ich die Schaufel noch schnell holen, nützt ja alles nicht. Danke für die Info, Herr Wilde. Ja. Tschüss. Bitteschön. Ich fand die Idee gerade doch ziemlich gut. So, Wilmi, ich bin wieder da. Ja, das ist schön. Du, ich habe gerade versucht, noch ein Tier rauszuhauen. Klappt nicht. Wilma, aber ich habe eine Frage. Siehst du an nebenbei? Ja, natürlich. Achso, was wolltest du denn für einen Deal holen? Erzähl mal. Naja, weil das mit dem Zaun nicht geht, habe ich gesagt, ob die lieben Herren von der Hohen Kammer da nicht einfach Ballen hinstellen können. Und wenn die Ballen halt umgeworfen sind, dann wissen sie, dass da jemand gegengefahren ist und dass wir dann als Entschädigung Zucker rüben kriegen. Das ist ja wie eine Alarmanlage. Ja. Oh, Wilma. Der klappt aber nicht. Nee, achso. Das ist ja blöd. Also, wir können gerne Ballen dahin stellen, aber das bringt ja nichts. Aber, okay. Dann, Wilma, knöpfe uns jetzt die Seitenstecher vor. Ich hab absolut, also es tut mir wirklich leid, ich krieg das mit der Zäune tatsächlich auch nicht hin. Nee, ist ja kein Problem, wenn sie geht, geht's nicht. Ich hab so zwei, drei Kniffe versucht, aber leider funktioniert das auch nicht. Trotzdem danke fürs Versuchen. Ja, bitte gerne. Alles klar, ne? Okay, Wolle. Aber jetzt redest du. Was soll ich denn reden? Na, du wolltest zu den Seitenstechern. Ach so. Ach, hast du Schiss oder was? Ja. Ach komm, jetzt hör doch auf. Los, auf geht's. Wir klären da jetzt durch. Wir sind noch in der Leitung. Ach so, ja, wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, dann ruf mal an. Hallo. Hallo, Tag. Hier ist die Familie Ackerer. Hallo, Familie Ackerer. So, jetzt gibt's hier eine richtig krasse Ansage. Gibt's jetzt hier. Jetzt werden hier Tacheles geredet. Da habt ihr euch mit dem Feichen angelegt. Was willst du denn? Ja, jetzt kommt der Wilma und der Wolfgang. Die kommen gleich vorbei und dann hauen die euch die Benzinschläuche vom Traktor runter. Gut, dass ihr nicht so fährt. Da fahrt ihr nirgendwo mehr hin. Naja, dann halt die Dieselschläuche. Ach so, die. Da, oder die Bremsschläuche. Nee, das machen wir nicht mehr. Hast du deine Tabletten nicht genommen heute? Ich hab's ja wohl meine Tabletten genommen. Beta-Blocker, alles drin. Aber. Hast du mit Alkohol genommen? Ja, ja. Ich glaube, ihr habt eure Tabletten nicht genommen. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wir sind richtig entsetzt. Okay, aber komm auf den Punkt. Enttäuscht, Wolle. Das ist viel schlimmer. Wir sind sehr enttäuscht. Ja, wir sind enttäuscht. So, unsere Nachbarn, sehr weinen müssen. Unsere Nachbarn hier. Sag nicht immer ein, dass ich weine. Wilma. Brauchst du ein Taschentuch? Nee, danke. Okay. Ihr habt euer Feld da unten angesehen. Wo? Bei euch unten am Hof. Warte, die Nummer 59. Und ihr fahrt ständig auf die 57 und unsere Frucht kaputt, verdammt nochmal. Erstes Mal. So, Wilma, jetzt hab ich's denen aber gezeigt. Erstens mal haben wir das nicht angesehen, das haben wir erst letzte Woche bekommen. Wir haben es einmal gemäht bisher, das war alles. Hey, da ist aber einer immer hin und her gefahren. Ja, mir wurde gesagt, das wart ihr mit den Schweine abholen. Nein. Weil, wenn du mal guckst, von Hof 1 geht die Spur direkt runter. Wie bei uns, da fällt auch dann hinweg. Der ist bei uns genauso drüber gefahren. Nee, auf der 59 ist da gerade einer von euch mit dem Traktor rumgeeiert, oder bin ich jetzt doof? Ja, die 59 ist ja unsere jetzt, was ist das Problem?
Ja, die habt ihr angesehen, aber die 57 daneben, das ist nicht eures. Wir haben die 59 auch nicht angesehen. Da ist Gras drauf, was sollen wir denn Gras ansehen? Achso, dann habt ihr vielleicht gemäht oder was weiß ich, was ihr gemacht habt. Wir haben gemäht, ja. Aha, da haben wir es doch. Wilma, auf frischer Tat ertüppt, jetzt haben wir sie. Hat's zugegeben, Wolle. Jetzt haben wir sie, in der Zwickmühle haben wir die jetzt. Ja. Die haben nämlich gemäht, haben die. So, ja, und beim Mähen seid ihr auf jeden Fall immer auf unser Feld draufgefahren und habt unsere Frucht kaputt gemacht. Oh, das ist natürlich schlecht. Ja, schon. Ja. Das war sehr schlecht. Das tut mir sehr leid. Die Wilma ist stinksauer. Traurig, kann die kaum noch bändigen. Die will heute nicht mehr zum Bingo. Nicht zum Bingo. Ja, alles abgesagt. Nicht ausfallen lassen. Ja, aber es geht so nicht. Wissen Sie, ich bin halt voll verheult und ne, voll die aufgequollenen Augen deswegen. Und ja, es geht nicht. Wissen Sie, da sind ja auch ein paar, es ist ja nicht nur Frauenbingo, es sind ja auch Männer und da muss man ja vernünftig aussehen. Die Wilma geht ja auch hin, um da ein bisschen Bekanntschaft zu machen und so, ne? Ah, auf Aufriss, okay, verstehe. Na klar. Ja, so krass ist das jetzt nicht, aber ne? Man muss ja so schon, ne, imponieren. Kennst du das doch mit den Frauen? Zu Oller und zu Dollar hier, das ist ja, halt, speziell im Alter, ne? Da wird's immer wilder. Sagt ihr, zwei darf ich überreden und so. Aber wir würden als Entschädigung von Ihnen vielleicht Zuckerrüben nehmen. Ach ja, genau, das wollten wir noch anmerken. Haben Sie ein paar Zuckerrüben für uns? Ja, wir haben keine im Lager aktuell. Als kleine Entschädigung. Das wäre schön. Wir haben keine. Haben Sie wieder welche? Nö. Jetzt kannst du auf immer reden, Hannes, hä? Ich rede die ganze Zeit, mir hört nur keiner zu. Nee, wir haben Hafer angesät und Gerste, mehr haben wir nicht. Wir sind ja keine Großgrundbesitzer wie ihr. Also für 10.000 Liter Zuckerrüben wird man uns zufrieden geben. Ja, verstehe ich. Alles klar. Kriegen wir auch die 10.000 Liter für Feld 1? Werden da immer drüber gemurkt? Moment, wo ist Feld 1? Wir sind da immer im Händler raus. Genau wie nur vom Händler. Da habe ich aber Beule und Kleid hier. Nee. Da wart 100% ihr dabei, weil ihr wieder mal im Rausch der Geschwindigkeit einfach reingetuckert seid und immer über unser Feld drüber. Ist ja unerhört. Und sagen wir, belasten es dabei. Das sind Vorwürfe. Sowieso nichts. Und des Weiteren wird demnächst ein Zaun errichtet auf dieser Stelle, um das zu vermeiden. Ja, das wollten wir auch schon machen. Nicht. Also wir nehmen sogar ein Stückchen von unserem Land weg, um einen Weg zu errichten und einen Zaun zu errichten. Also wenn das nicht gegenkommen genug ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist, das könnt ihr machen. Das sind wir einverstanden. Das ist unser Grund, es ist scheißegal. Achso, okay, wir sind trotzdem einverstanden. Wilma, gibst du auch dein Okay? Ich hab das Okay. Okay, ist genehmigt. Okay. Ja. Danke, super. Schön, dass du drüber gesprochen hast. Ja, finden wir auch, das ist sehr nett. Ist ja auch gute Nachbarschaft. Ja, also danke, ich finde auch, das ist ja wie ein Neubeginn einer total wunderbaren Nachbarschaft. Absolut. Und Freundschaft. Wunderbar. Ja. Absolut. Wollt ihr auch zum Bingo kommen? Nee, aber ich habe eine Frage an euch. Was habt ihr denn mit euren Schränken gemacht? Schränke? Ja, wir haben Schränke bekommen. Die Wilma hat den Makita-Akkuschrauber genommen, hat die aufgebaut. Oh, ich hab die nicht gesehen bei euch im Haus. Ich hab geguckt. Wie, warst du jetzt auch schon bei uns im Haus? Sag mal, das darf er wohl nicht wahr sein. Ich war hier nur irgendwo, bin sicher. Wir sind auch Nachbarn. Wir haben ein Feld neben eurem Haus, deswegen. Was? Moment. Ach, da oben. Ach ja, stimmt. Oh. Ja, das macht ihr mit dem Feld neben unserem Haus. Ist ja unerhört. Aber das ist. Ich sag dir, wie es ist, Bernd. Ist keine gute Idee da mit dem Feld. Warum sind wir immer flott unterwegs. Ja. Das nächste Mal, wo wir einen Zaun bauen müssen. Ich hab das schon gesehen. Ja, aber was mit euren Schränken, die müsst ihr aufbauen. Das sind Schuhschränke und Kleiderschränke, alles Schränke. Ja, aber wir haben das ja. Das Problem ist ja, wir haben ja ein etwas luxuriöseres Haus genommen wie andere hier. Das ist ja voll ausgestattet. Was soll ich denn mit den weiteren Schränken machen? Ja, wenn du willst, kannst du die uns schenken. Ja. Ich werde mal fragen, ob ich die gewinnbringend verkaufen kann. Ja, oder das ist der erste Hand. Denkt mal durch. Ja, was hat Hannes gesagt? Ob wir die verkaufen können. Ich hab's nicht verstanden. Es war so undeutlich. Ich auch nicht. Hannes, du musst lauter reden. Also, ich fühle mich hier diskriminiert, ne? Wie? Ich leg jetzt auf. Achso, alles klar, ja gut. Na gut, dann wollen wir dich weiter stören, ne? Ja, danke, dass ihr da wart, ne? Viel Spaß beim Bingo. Ja, schön. Grüß den Jungen, bis in zwei Wochen. Scheiße, wo soll denn das Kalk hin? Wilma, wo soll denn das Kalk hin? Verdammt, Kackiwurst, große Kackiwurst in der Hose. Das muss ich gucken. Warte, ich guck selber, mach du dein Zeug. Na gut, ich mähe weiter. Welches Feld muss denn als nächstes angesehen werden? Das wollte ich nicht fragen, als wir bei denen waren.
Landhandel! Ach, die heilige Scheiße, wo ist denn der schon wieder? Was nochmal bitte? Wo, welches Feld muss denn noch angesät werden? Weil ich bin fertig, in der Zwischenzeit habe ich angefangen, wieder weiter zu mähen. Ja, die 27. Du kannst auf der Karte gucken, welche Felder unser sind, Wilmar. Ja, ich wusste aber, ja gut, ich hätte auch gucken können, wo du schon warst. Soll da auch Hafer drauf? Die 27? Ja, würde ich sagen, oder? Gut, dann fahre ich gleich zu 27 und sehe da auch Hafer an. Okay, und ich gebe jetzt den Kalk gleich am Landhandel ab. Sag mal, ist schon Stopp? Nee, ne? Ja, doch. Ehrlich? Ich war gerade in dem Brauzer. Ja, wir könnten jetzt nochmal ein Päuschen machen. Ja? Ich muss auch übelst pullern, Wilma. Ja, siehst du, dann, ne? Wir drücken ein bisschen, aber das ist ja immer das Problem. Das trüppelt ja nur noch in dem Alter. Ja, das ist, dann, ne, würde ich sagen, dann solltest du schnell, damit du auch schnell wieder hier bist. Ja. Na gut, dann gehe ich jetzt mal abtröpfeln. Ja. Also, Lieben. Und damit hoffen wir, dass es euch wieder gefallen hat. Wir freuen uns natürlich wie immer auf eure Kommentare und Likes und so weiter. Und schaut auf jeden Fall bei allen anderen auch vorbei. Die Links sage ich schon, die anderen Kanäle sind natürlich alle bei uns verlinkt in der Videobeschreibung. Und dementsprechend würde ich sagen, war's das für heute. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.